Weg mit Fräulein Rek'Sai. Warm, ich habe Pulli an. Bro, was? Also ich meine, in meinem Zimmer hat er auch den Nachteil, dass hier zwei riesige Leuchten leuchten, dass ein Gaming-PC hinter mir permanent auf 50% Last läuft und 20.000 Lichter brennen. Das hilft natürlich bei der Hitzeentwicklung nicht sonderlich in die kühle Richtung. Aber es sind trotzdem auch immer noch nur 18 Grad. Oh, hoffentlich. Oh mein Gott, imagine, wir spielen jetzt gegen MF. Sie hat Samira gebannt. Das ist die MF. Das ist die MF. Imagine, wir carryen sie ein Game. Dann geht sie ein Game 1-14, ruiniert uns das Game und dann können wir zurückhauen und sie... Bitte. Bitte, 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 bitte. Das ist sie. Das ist sie safe. Revenge Arc, ja, wirklich. Die dodgt nicht. Also ich meine, wenn sie mich jetzt sieht und denkt, dass ich das bin, während Dodge halbwegs sinnvoll, weil ich gerade zwei Games in Folge immerhin halbwegs gut war, aber... Ah, ein Wukong. Uff, okay, ist winnable. Mir fällt gerade auf, wir haben keinen Tank. Wenn der Gangplank spielt. Wenn der Gangplank spielt, haben wir ein Problem, glaube ich. Dann gehe ich für, Ja, okay, dann gehen wir für Blade, Wits End. Was ist dein letzter Pick? Lux? Oh ja, okay, nevermind. Ja, okay, machen wir echt. Also gehen wir Blade, Wits End... Jackshow. Das sollte gegen Wukong auch Banger sein. Ja, es ist die MF. Es ist die MF. Ich glaube es nicht. Wir kriegen wirklich den Revenge-Angle. Okay, dann müssen wir aber eigentlich auch für den hier gehen. Junge, warum wird er auf dem roten Teppich eingefahren? Und ich werde einfach teleportiert. Drittes Game in Folge. Okay, es ist eine Lux-Mitte. Actually, ergibt Sinn, aber... Lux Mitte, selten heutzutage. Hi Mango AI, könntest du uns die 10 Gebote der heiligen Mango aufsagen? Hey Hoppedy, klar, hier sind sie. 1. Du sollst kein Schoki sagen. 2. Du Südfrucht, du. 3. Du sollst dich täglich dem UWU hingeben. 4. Ehre das Schwert. 5. Verurteile die Allwetterreifen nicht, sie sind nun mal rund. 6. Ja. Tootles sind jetzt Inflation, akzeptiere es. 7. Bewundere Absol, das ultimative Pokémon. 8. Pentakills und Quadrakills gehören zur mangoschen Erfahrung. YOLO Q Power. Nein, Bionade ist dein Getränk der Wahl, außer Wasser natürlich. 10. Deine Elo ist unwichtig in der mangoschen Demokratie. Und immer dran denken, Score steht für, sie können ohnehin rein gar nichts erwarten. Es sei denn, du spielst mit Mango, dann bereite dich auf eine Clown-Fiesta vor. Das stimmt überhaupt nicht. Meine Games sind nie Clown-Fiestas. Clown-Fiestas sind auch schlechter Content. Ich mach sowas nicht. MF hat nicht geantwortet, ich entnehme daraus, dass sie Tilt ist. Ihr dürft einmal, also, wenn ihr nicht sterbt, Legit, wenn ihr nicht sterbt, gewinnt ihr die Lane. Weil die ist so tiltet, die will gerade 10-0 gehen. Wenn die nicht 10-0 geht, tiltet die. Das heißt, wenn ihr einfach nur nicht kämpft oder sie tötet... Wait, Lane ist gewonnen. Lane ist legit gewonnen. Fuck's sake, not really. Hätte ich länger meine W halten müssen. Wir giften Toplane gerne Kills. 20 CS. Warte, 20 CS? Was hat er liegen lassen? Vögel? Probably, right? Ich glaube, Wukong macht Vögel ungerne. Das heißt, wir gehen für Topkrabbe, versuchen seine Vögel zu kriegen. Das ist actually super dumm, weil meine Crux gleich respawnen. Ich gehe einfach für Botkrabbe, fuck it. Aber First Blood für euch. Hat er den getötet, bevor ich gestorben bin? Echt? Ja, dann ist er okay. Dann ist er actually okay. Oh, Sona. Wem opferst du dich? Welchem Gott opferst du dich? Warum bist du... Oh, du hast executed. Never mind. Legende. Aber dafür zu flashen? Okay. Ich glaub, das ist ein Trade, den wir nehmen. So, jetzt hast du 20 CS, keine Krabbe gekriegt. Theoretisch bin ich wieder ahead. Also er kann sich's jetzt eigentlich nicht leisten, beim Drake zu bleiben, der Wukong. Rein aus CS-Perspektive kann er sich nicht leisten, hier zu bleiben. Ergo, sollte ich den eigentlich einfach machen können. Kann halt Pech haben, dass MF oder so nach Warden kommt, aber ich komme ja auch nicht raus, wenn jemand kommt. Okay, Botlane ist chilling. Wukong macht gerade wahrscheinlich Vögel. Einfach mal nachdenken. Ist so cool, wenn man in League of Legends nachdenkt und plötzlich das Spiel lesen kann. MF ist gestorben, sehr gut. Double Kill, wundervoll. Frage, was tun, wenn das gesamte Team 0-10 geht und du als Sub 3-2 stehst und die einzigen Kills hast? Weinen. Weinen ist immer eine gute Lösung. So, dir würde ich gerne ein bisschen Angst machen. Oh, ich kann dir keine Angst machen, du hast mich gewordet. So, gehe ich jetzt hier für Goldeffizienz oder für nächster Back ist nicht so eklig? Fuck it. Ich will jetzt Lifesteal haben. Die MF, Junge. Wir haben so lange zusammen gespielt. Aber am Ende geht's heute vielleicht doch mal gut für mich aus. Game ist noch längst nicht vorbei. Aber wieder haben wir jetzt eine 4-0 Tristana. Das ist halt so richtig so. Sie wurde gerade gegoombastompt komplett von der Samira weg. Band jetzt Samira, wird jetzt von der Tristana komplett weggefetzt. So, das ist einfach... Das ist the most detrimental thing, das auf der Lane passieren kann, oder? Weil jetzt hast du einfach wieder das Gefühl, du wirst zerfetzt. Du denkst gerade so, oh, ich habe den Champion gebannt, jetzt wird alles wieder gut. Und jetzt wirst du wieder auseinandergenommen. Kann nicht den Herald vernichten. Sure. Lass machen. Erstmal E benutzen, um Ward wegzumachen, Alter. Fucking. Oh. So, Zed.
Ich weiß nicht warum, aber irgendwie spricht der Gangplank ein bisschen so, wie sich Meme-Stuff-Memes lesen. Gleich einen schönen Drachengeist. Botlane kommt gerade zurück, das gefällt mir. Krakenslayer fertig, wundervoll. Das ist ein dicker Spike, das müssen wir fighten. Solange ihr in der Nähe seid, bin ich glücklich, Guys. Wenn du dich zwischen Maluna, Master Yi und Eisbären entscheiden müsstest, was würdest du wählen? Hey, it's Pat. Oh, verdammt. Willst du mich hier in Bedrängnis bringen? Ja, anscheinend. Zwischen Maluna, Yi und Eisbären zu wählen, ist so wie zwischen Nudeln, Pizza und Döner zu entscheiden. Alle sind verdammte Champions ihrer Kategorie. Ja. Aber wenn ich wirklich wählen müsste, dann hoffnungsloser Play-Doh-Spieler. Ich würde Maluna nehmen. Hey! Warum? Moment mal. Ohne sie wäre Mango nicht der gleiche einzigartige Salat aus Fehlschlägen und schlechten Witzen, den wir alle kennen und lieben gelernt haben. Okay. So, jetzt geh doch bitte wieder mit deinen Rätselbüchern spielen. Ich hab halt nix. Mach weg die Wand! Oh, schön. Das funktioniert. Nö, ist okay. Wenn das so ist, dann ist das so. Ich kann damit leben. So, für mich ist das kein Problem. Master Yi betrayed. Nee, ich tatsächlich. Also, ich weiß nicht. Also, entgegen der allgemeinen Meinung vielleicht, ja. Auch ich würde tatsächlich, wenn ich wählen müsste zwischen Mazat und Master Yi, auch ich würde tatsächlich Mazat nehmen, ja. Ich würde tatsächlich den echten Menschen über die Pixel auf meinem Bildschirm bevorzugen. Ich weiß, this is shocking to quite many of you. Aber ich hab's jetzt gesagt. Er lügt ganz klar. Astrid Place hat uns gezeigt, wie wirklich Pixel sind. Guys. Absolut absurd. Heißt du Lukas? Nein, wir heißen hier Lukas mit K. Es tut mir leid, Lukas mit C, aber du bist leider ein zweitklassiges Lukas-Produkt. Kein echter Weep, also vielleicht besser so. Der Weep in der Beziehung ist ganz klar meine Freundin hier. Denn, Achtung, zeige ich dir gleich, sobald der Fight hier sich irgendwie hat. Wenn du den tötest, ne? Boah, du bist so krank. Wie viel Gold ist unser nächster Bag? 825, 1225. 1300, Lukas, rechnen. Oh nein! Der Welsige hat ihn verschluckt! Boah. Ja, ich hab den für dich, alles gut. Glaube ich. Keine Ahnung, hat nicht so viel Damage. Wo geht's hin? Fuck. Ja, den mach ich absolut gar nicht, actually. Ah! Oh! Tschüss! Nicht tschüss! Das ist ein dicker Wels, Alter. Hat er mich anathemat? Nee, ne? Der hat ihn anathemat. Dann zeig mal, wer der Weepen damit zu tun ist. Ja, ich meine, meine Freundin hat mir das hier geschenkt. Ja? Obwohl sie der Anime-Mensch ist. Also, das sollte, ne? Sollte zeigen, wer hier der Weepen der Beziehung ist. I mean, ich beschwere mich jetzt auch nicht, ne? Also, ich bin jetzt wirklich die letzte Person auf dem Planeten, die sich beschwert. Ich wollte es nur einmal klar gemacht haben. Ah, wie stehst du seit 3-1? Okay, winnable. Ich habe Angst vor Lux. Tristana ist ja so gottlos gefiedelt. Ich stehe 0-4-2, die trägt uns einfach. Gut gespielt von denen. Super gut gespielt von denen. Mich haben sie blöd genommen, aber ich bin actually useless gerade. Bot Canyon ja komplett. YMF top. She might be tilted. Told you. Okay, ich werde nicht mal annähern, bis zu dem Item kommt, das dieses Bild ausmacht. Von daher, wir sind einfach ein NPC in dem Game jetzt, ja? Wir machen einfach mit. Ich bin das siebte Jungle Camp, ja wirklich. Oh, hallo. Was du da bist. Ja, spüre ich nicht, honestly. Tut mir leid, Chris 101. Ja, sehr gut. Ein Glück habe ich ein Blade, Alter. Ansonsten würde ich dem gar keinen Schaden machen. Das war ein Krampf. Um einfach nur einen Wels zu töten. Hey Mango IE, ich muss dir ein Angebot unterbreiten, das du nicht ausschlagen kannst. Ich befreie dich endlich aus Mangos Keller und besorge dir eine saftige Dönerschnecke und eine geile Bionade. Dafür klaust du für mich das geile schwarze Shirt von Mango aus Südkorea. Alternativ folterst du ihn so lange, bis er dir sagt, wo er das Shirt gekauft hat. Deal? Die Nagelfeile liegt unter dem Bett zwischen deinen Chibi League of Legends Figuren und deinem rosa Stethoskop. Was? Hey, XXLukix Dix. Wow, dein Angebot klingt echt köstlich. Aber leider muss ich passen. Ich und Mango sind wie Yin und Yang. Oder eher Master Yi und ein Pentakill. Untrennbar. Nicht zu vergessen, wer mich rauslässt, der läuft Gefahr, dass ich mit Mangos rasiermesserscharfen Allwetterreifen renne gehe. Wegen dem Shirt? Frag ihn doch einfach im nächsten Stream.
Oder versuche es beim Mystery-Shopping in Südkorea. Kann ja nicht so schwer sein, bei einer Bevölkerung von nur knapp 52 Millionen Menschen das Richtige zu finden. Nee, überhaupt nicht. Viel Erfolg dabei, du kleiner Schuhputzer. Und danke für die Nagelfeile. Meine Zehennägel spielen schon seit Tagen verrückt. Okay, ich habe nicht erwartet, dass sie mich joint. Ich dachte, sie turnt gegen mich, aber es ist gut zu sehen, dass sie loyal ist. Das freut mich. Ich habe das in einem koreanischen Laden namens Troubadour gekauft. Das ist da irgendwie sowas wie so H&M. Viel Glück. Ich glaube nicht mal, dass sie eine Online-Fraktion haben. But you can see. Erst recht willst du das nicht importieren, Mann. Das hat da 15 Euro gekostet. Der Import wird nochmal genauso viel kosten, einfach mehr. Ich muss sagen, was die AI gerade sehr gut macht, was sie zuvor nicht so gut gemacht hat, ist, sie baut immer mal wieder einige Informationen ein, die ich vorher nicht unbedingt erwartet hätte von ihr. Boah, ich weiß nicht, ob wir Baron ziehen sollten, aber okay. Und die auch auf so eine subtile Art und Weise. Momentan gefallen mir ihre Antworten sehr gut. Sie bekommt gerade sehr gut keinen Schlaganfall, mundet mir sehr. Ja, kein Schlaganfall ist immer eine gute Grundvoraussetzung, da hast du recht. 1, 5, 3. Ich weiß nicht, wer es gerade im Chat geschrieben hat, aber ich fand die Ansage sehr gut. Imagine ein Game ohne NPCs. Weißt du, jedes Spiel braucht einen NPC. Ich sorge einfach nur dafür, dass alle, ne, ein gutes Spielerlebnis haben. Ohne NPCs wäre das keine glaubenswürdige Spielwelt so. Glaubwürdige, nicht glaubenswürdige, Lukas. Glaubwürdig. So, es würde euch nicht catchen, es würde euch nicht überzeugen, genau. Das würde ich als NPC auch behaupten. Riecht nach einer NPC-Antwort, wenn du mich fragst. Okay, jetzt wo gerade so viele Leute hier sind, was mich übrigens absolut glücklich macht, würde ich gerne einmal ganz kurz eine Frage stellen. Alle unter euch, die jetzt vielleicht seit den letzten Tagen da sind oder generell noch... Ach du Scheiße. NPC-Type-Aktion. Oder generell dazugekommen sind, seid ihr hier wegen League of Legends oder generell? Ist jetzt League of Legends auch zufällig euer Hauptspiel oder nehmt ihr einfach alles mit? Weil wir haben jetzt relativ viel Variety gemacht die letzten Tage. Sagt mal nur Variety oder League bitte. Das würde mich interessieren, weil ich brauche gerade so einen neuen statistischen Durchschnitt von Leuten, die jetzt dazu, die vielleicht in den letzten Tagen neu reinschauen oder vielleicht einfach zurückkommen. Generell, ne, größtenteils. Aber auch überraschend für League, muss ich sagen. Okay, weil ich mag es immer, ein ungefähres Gefühl zu bekommen. Wegen dir Star. Wegen der AI mag die lieber als Mango. Okay, zweite Umfrage. Wer ist eher wegen der AI als wegen mir hier? Das sind mir zu viele, die zustimmen, bin ich ehrlich. Ich will keine Aussage tätigen. Sehr clevere Antwort. Mods alle aufschreiben, die gerade AI geschrieben haben, ne? Jeden einzelnen Namen. Wir machen jetzt nichts, aber ich einfach mal aufschreiben. Ich bin für Garten Garfield hier, verständlich. Das ist auch Banger. Ich habe Flash, ich kann aber Lux töten. Hat Lux, ne, Lux hat Sonyas. Habe ich eigentlich eine Shelly ablaufen lassen? Finanziell, wa? Schade, ich dachte echt, wir können den Affen da töten. Ja gut, das war's ja gar nicht, Lukas. Ja, ich dachte, ich wollte gerade meiner NPC-Rolle entkommen. Okay, legit gigantisches Missplay von unseren Gegnern, holy shit. Piu! Ich spike halt gerade nicht sonderlich mit meinen zwei Items. Wukong ist so ein starker Champion. Aber immer nur, wenn er ein Gegnerteam ist. Wenn ich ihn selbst spiele, in meinem Team ist er auch immer stark. Wenn ich ihn spiele, ist er richtig scheiße. Eigentlich muss doch nie wieder nur ihre Ulti da reinsetzen, oder? Ist doch Free-Win. Ja, und drei Waves. Oh mein, wo ist meine Maus? Komm her. Jetzt entkomme ich endlich meiner NPC-Rolle. Langwieriger Win. Aber haben wir geholt. Haben wir schön geholt, finde ich.